Unser Weg ist der rechte. Hier hinein. Ja. Seit du uns verlassen hast, rollst du wie ein Steinberg ab. Jetzt musst du deinen erstaunlichen Schwung gezielt einsetzen. Sie kommen! Was? Wartet! Der Schwindler wird dir nicht vergeben, dass du tatest, was ihm nicht gelang. Und ebenso wenig wirst du uns wohl vergeben. Hüter! Ich muss weiter. Von den Biestern fort, sonst war die ganze Rettung umsonst. So, dann schauen wir mal nach. Ja, war wirklich eine sehr schöne Videosequenz. Wenn sie überleben wollen, müssen sie rasch verschwinden. Gibt es hier irgendwelche Unterschiede? Ah ja. Konstantin hätte ihnen das alles nicht zugemutet, wenn er keine ernsthaften Pläne für das Auge hätte. Sie sollten in Erfahrung bringen, welche. Und dann müssen wir uns hier noch die Sachen holen. Okidoki. Ja, jetzt sind wir halt nur noch einäugig unterwegs. Und wir haben immerhin noch unser Schwert. Aha. Da haben wir unsere Sachen wieder. Hält das schon als Sachen wiederbekommen? Nee, das hat sicher. Hätte sich ja gemeldet. Na gut, achso, warte, ich speichere nochmal richtig. Flucht heißt es also, okay. So. Ich mach's auf hart, einfach weil da ist noch, also um die zusätzlichen Ziele mitzunehmen. Jeweils. Experte waren wir da ein bisschen zu viel, aber hart ist noch okay. Hallo Kepu, genau, dir ebenso. Vielleicht kriegen wir jetzt unsere Loot hier überall verteilt. Singt ja jemand. Oh. Gürr? Nix. Ja, ich habe tatsächlich auch gerade mal bei mir versucht, Android 10 mal wieder aufzuspielen, aber es scheint immer noch die üblichen Probleme zu haben, dass halt der Fingerabdrucksensor nicht geht, die Kamera nicht geht. Von daher, aber diesmal habe ich wenigstens vorher ein Backup gemacht. Hey Mann, wer bist du denn? Ich sitze hier rum und würde dich gerne niederprügeln. Das war so die Idee hinter der ganzen Sache. Bloß nicht bewegen. Mhm. Oder habe ich hier noch irgendwas übersehen?
geht's hier eigentlich raus? Na, ich hab keine... Oder? Ja, ich hab keine Dietriche. Haben wir Seilpfeile? Wir haben Seilpfeile. Bringt mir das da oben denn was? Ich glaube nicht so wirklich. Da werden heute aber auch angenehm warm draußen. War noch eine Runde spazieren gerade. Und laut Thermometer fast 22 Grad. Was ist das? Geht doch. Hi. Gut, die sind jetzt auch nicht so allzu freundlich. So, hier bin ich zumindest noch einigermaßen ungeschützt. Ungeschützt. Das Gegenteil, geschützt. Halt nicht. Die letzten Sommer waren ja alle so warm. Glaub nicht, dass das nochmal zurückgeht. Warum bist du denn so langsam, Garrett? Meine Güte. Nö, nö. Oh, sowas von heieiei. So. Nee, du kannst da ruhig weggehen. Bin wahrscheinlich eh schon entdeckt. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, das wird tatsächlich ziemlich abgedreht nachher hier. Oder mit irgendwas anfangen? Leider nicht. Du hast mich aber jetzt gesehen, oder? Dafür haben wir halt schon mal zwei ausgeschaltet. Das ist ja nicht verkehrt. Hast du den jetzt erledigt oder nicht? Oder hast du da einfach nur hingerotzt, um den umzubringen? Oh, das ist ja auch nicht mehr so lange.
Wie kriege ich dich denn jetzt platt? Das ist auch nicht so das Wahre. Das kann doch nicht sein, das... Gib mir doch mal irgendeine Möglichkeit, dich zu erledigen, du nerviges Drecksding. Dafür habe ich gerade keine Geduld. Na, das sind ja Monster, die kann man erledigen. Meine Herren. Können die nicht mal aufheben? Ich kann mal aufheben. Wahrscheinlich gammeln die jetzt einfach vor sich hin. So, dann hätte ich gerne die Frucht da hinten. Was auch immer die bringt. Dunkel war es, der Mond schien helle. Naja, ich glaube, wir kriegen ja ein bisschen Lebensenergie, von daher ist es mit der Frucht vielleicht gar nicht so schlecht. Na komm. Da würde ich gerne raus. Obwohl, das ist wahrscheinlich Erde, oder? Da kann ich mich im Seilpfeil ja hochpacken. Kann ich nicht. Hey, Spinn! Ich habe keine Breitkopfpfeile. Das ist nicht gut, weil die sich mit dem Schwert halt nicht treffen lassen, wirklich. Oder, ja. Nee, eigentlich nicht treffen lassen. Hier wäre halt noch eine dunkle Ecke. Ich muss da scheinbar aber trotzdem weiter. Und du rennst ja auch noch hier planlos durch die Gegend, wie mir scheint. Nein! Bloß nicht bewegen. So, Spinnenvieh lassen wir jetzt mal. Was ist denn das bloß? Dich hätte ich ganz gerne mal weg. Ist es hier dunkel? Nö, da natürlich nicht. Nichts mehr. Hey, du hast perfekte Ausweichskills.
Moospfeile. Spinnen. Wenn die ja etwas besser zu treffen wären, aber irgendwie ist generell das ganze Zeug hier schwer zu erwischen. Bleib unten. Das lief alles andere als rund. Also die Spinnen haben echt unglaublich beschissen die Boxen. Eieieiei. Ja, wie gesagt, das Umstellen hätte halt Zeit und Monopolstellung gekostet von das... also Zeit, nicht Geld und Monopolstellungen. Deswegen wurde es halt nicht gemacht. Und die nach mir die Sehnflut Einstellung funktioniert ja eigentlich auch immer ganz gut. Dann habt ihr ja etwas an Geld gehortet, ihr Spinnen. Jetzt waren das ja Spinnen, die mal mit Elstern verwandt sind. Wer weiß, wer weiß. Hier sind wir. Genau, ja, stimmt, ja. Die ist ja auch vor. Weiß gar nicht, ist doch gar nicht so lange her. Ein, zwei Monaten haben sie die entdeckt. Das war's mit dir. Was haben wir denn hier Schönes? Na, ihr habt nichts gesehen. Hey! Kamikaze-Frösche. Schmatz, schmatz, schmatz. Ey, wieso hört ihr mich? Das hat beim anderen doch auch funktioniert. War ein Surprise Attack. Da hat die Spinne nicht mit gerechnet.
Nö, das denke ich, also das, da würde ich eher sagen, das läuft wie The Walking Dead. Das halte ich für deutlich wahrscheinlicher. Irgendwelche Grüppchen oder du guckst halt, dass du irgendwie deinen Vorteil rauskriegen kannst. Dreht euch vielleicht langsam mal um? Meine Güte, wie weit wollt ihr denn hier noch folgen? Ich hab den Eindruck, langsam verziehen sie sich wieder. Nein, haben sie nicht. Aber ja, bei Anna hat man zumindest noch ein paar... paar Möglichkeiten gehabt auszuweichen oder die halt zu erledigen. Hier, die sind irgendwie alle so dicht aufeinander. Gut, ich habe wahrscheinlich auch den Speicherstand hier verhauen. Hi. Dass wir da überhaupt nicht vorbeikommen. Fernkampf habe ich halt auch überhaupt, oder? Nix. Nee. Nichts, wo ich irgendwie mit Schaden machen könnte. Auch dass der hier über diesen Buckel nicht rüberlaufen kann, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Ah, guck mal, Feuerpfeile, wir hätten doch was. Aber halt einen einzigen. Immerhin wird's mit den Dings wohl was, habe ich den Eindruck. Ach Mann. Ich dachte gerade, wir sind sie jetzt losgeworden. Ist aber nicht der Fall. Hier kann ich auch nicht hoch. Hi. Nee, du bleibst an und irgendwo hängen. Bewegst dich nicht so schnell, wie du eigentlich solltest. Mein lieber Garrett, ich bin nicht zufrieden gerade. Wirklich umgehen können wir die Leute ja auch nicht. Naja, mal gucken, wie weit wir sie hier rauslocken können. Hey, noch mehr Wasserfall. Na gut, hier war ich beim letzten Mal nicht. Ah, ich glaube, ich bin so im Gang. Kann das sein? Na, lass mal deine Deppen sehen. Oh, wie viele Gegner sind denn hier? Aber gut, zumindest haben wir einen Weg, sie zu umgehen. Kickboxen aus der Hölle. Ja,
das dauert mir hier aber gerade wieder alles viel zu lange. Aber gut, dann können wir tatsächlich einmal hier außen rum. Haben wir noch eine Spinne übersehen. Ich merke, das hat er sich jetzt als gezielter Angriff. Oh, gezählt. Aha. Okay. Interessant. Du bewegst dich zu viel. Aber schau mal an, wir haben hier eine neue Dings gefunden. Ist das ein Gaspfeil da oben? Ja. Na gut, ich bin hier auch relativ sichtbar. Hi. Nö, ich gucke halt, dass ich vorankomme. Nur das klappt halt hier überhaupt nicht. Ja, hier ist halt auch wieder viel zu hell. Ich könnte hier tatsächlich mal den Gaspfeil ausprobieren. Hier war es sogar dunkel, genau. Hi. Ihr seid mir aber ganz schön weit gefolgt, ne? Das Menschenfleisch bückt sich. Wo ist er denn nun? Du bist im Weg. Du könntest ruhig mal wieder gehen, dass ich dich hinterrücks niederschlagen kann, Kollege. Das wäre hilfreich. Das wäre sehr hilfreich. Ach Gott, Garrett, jetzt spring doch. All diese Sprungmechaniken, wenn du dich irgendwo bewegen willst. Du brauchst aber echt einen gewissen Vorlauf, dass er dann die Aktion auch durchführt. Gib mir Deckung, Hilfe! Ja, ja, klar. Aber ich will mich gerne, ich würde halt gerne mal gucken, wo ich hin muss und dann kann ich halt überlegen, wie ich da am besten weiterkomme. Guck mal, jetzt haben wir hier die zum Beispiel alle weg. Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben wir irgendwas? Garten, blub, Konstantins Herrenhaus. Hey, noch eine Frucht. Mehr Leben. Du kommst echt super ungelegen.
Naja, ihr Schnurrviecher. Meine Schläge treffen nicht, deine Schläge treffen. Ach, herrlich. Wie gesagt, diese Hitboxen sind halt auch nicht das Gelb vom Ei. Ganz im Gegenteil. Hey, da springt ja mal jemand auf Kommando. Aber auch das bringt halt hier alles nix. Das Problem ist, ich habe halt null Orientierung hier unten. Hier geht's ja wieder zurück, da waren wir ja schon. Los, lass mal rennen. Meinst du? Meinst du, das hilft? Hey, da oben ist noch ein Moosfall. Schau mal einer an. Okay. Ich hatte überlegt, ob ich da vielleicht noch irgendwas mit dienen kann oder irgendwas mit arbeiten kann. Hey, ihr seid ja echt unglaublich nervig. So, ein bisschen mehr Lebensenergie. Geht's denn hier mal weiter? Beweg dich ja nicht, du. Okay, ich glaube, das sieht schon mal etwas besser aus. Natürlich ist genau da jetzt etwas. Okay. Wie kommen wir zur Villa? Ungesehen ja nicht mehr. Ah, du elender Schattenschleicher. Ah, das Fleisch hat ein Schwert. Nein, Knüppel. Hier ist leider auch nicht so wirklich dunkel. Aber ja, dann schnappen wir uns noch hier die Früchte. Ja, ja. Naja, es ist halt wenig Schatten und viel Gegner. Das läuft halt dann eben nicht so entsprechend. Das war bei der anderen Mission doch etwas angenehmer. Aber dann können wir uns jetzt hier mal einigermaßen hochheilen. Ging das eigentlich schon hier wieder rüber? Nee, da bin ich jetzt... Vielleicht wäre das mit Karte doch etwas einfacher alles. Hier sind halt überall Gegner. Allerdings sind wir jetzt auch essensmäßig wieder gut dabei. Bis wir dann hier wieder Schläge abkriegen. Hier ist es doch einigermaßen dunkel, oder? Ne, ist es nicht. Da ist es dunkel.
Meine Herren. Hallo Tyrell, willkommen. Der ist humpelt immer noch schneller als ich. Fick doch die Henne, ey. Und dann treffen meine Schläge halt die ganze Zeit nicht. Weil die Hitboxen halt für den Arsch sind. Du bist super unpassend hier. So, irgendwie müssen wir jetzt ja wieder zurück in den Dings kommen. In den Keller. Genau. Ja, das funktioniert halt zumindest einigermaßen. Hey Mann, wo ist dein Auto? Aber ich glaube, da waren wir ja schon mal einigermaßen richtig. Okay, da kommen wir aber hin. Okay, gut. Okay, okay. Dann versuche ich vielleicht mal den Weg da unten rüber. Gib mir den Loot. Danke. Ne, okay. Keine gute Idee. Beziehungsweise ich warte mal noch ein bisschen, bevor ich mir den Loot hole. Dass der Typ da mal weg ist. Du oder deine Benachrichtigung? Ein Horn. So, dann haben wir jetzt aber tatsächlich mal unser Lebensenergie wieder voll. Wieso kommst du denn runter? Bleib du ruhig da oben. Ich brauche hier unten niemand. Beweg dich ja nicht, du. Ach, Kacke. Beweg dich ja nicht, du. Wenn er das gesessen. Na komm. Packen wir dich mal weg. Beides, okay. Passiert, passiert. Wir machen ja noch ein bisschen. Okay, wieso habt ihr das jetzt gemerkt?
Allerdings gibt es ja ein paar Moospfeile. So. Einmal. Zweimal. Alter, diese Hitboxen! Meine Güte! Wer poltert hier rum? So, das hat jetzt zumindest mal funktioniert. So, Sauhaufen. Genau, wir poltern. Müsste, glaube ich, gerade gespeichert haben, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, danke fürs Bescheid geben. Guck mal, wie schön ruhig das jetzt hier auf unten einmal ist. Ich denke, das könnte man sogar notfalls wegsprengen, das Fass, so wie das aussieht. Ein Lärmpfeil. Na, hier ist, okay, einigermaßen dunkel. Oh. Wie sehr bist du denn angelockt? Gar nicht. Boah, ey. Wenn ihr schon so viele, dann lasst die doch mal ein bisschen auseinander, die ganzen Gegner. Nicht mehr feierlich. Naja. Dann kann das ja schon mal, kann das schon mal entgehen, das stimmt. Im Hintergrund sich da mal verstecken. Aber euch loszuwerden, das wird ein Akt. Tripp, trapp. Okay, könnte ich mir vielleicht den letzten holen? Muss ich nur gucken, dass ich da dann schnell genug rauskomme. Da drüben ist auch was. Bevor du auf dem lauten Boden bist. Leider bist du nicht weit genug weg, dass dein Kollege davon nichts mitkriegt. Krieg in der Verräter!
denn hier? Der schläft eine Runde. Okay, die werde ich nicht los. Kacke. Echt. Viel zu viele Gegner. Aber ich könnte ihn jetzt, warte mal, theoretisch ja hier mal auflauern. Hast du? Ja, hast du. Siehst du das? Ich hab's dann ein gut Stück, also nochmal ein Stückchen heller gestellt. Dass ihr halt was seht, weil sonst wäre halt. Kriegt man da halt dann nachher gar nichts mit, gerade in dunklen Ecken. Pass auf ein mordendes Menschlein auf! Wir sagten, dass es ein Mensch ist. Und wir sagten, dass du mich hier entdeckst. Mal klappt's nicht. Ich hätte gern, dass es klappt. Und vor allem, dass diese unglaublich nervigen Viecher sich mal treffen lassen, das ist ja auch irgendwie... Hitboxen. Ich glaube, mit meinem größtes Problem hier in dem Spiel. Okay, ich warte einfach mal. Wie komme ich denn? Moospfeile habe ich noch. Da. Nur noch relativ viele. Könnt ihr nicht ein bisschen so weit auseinanderlaufen, dass ihr das nicht mitkriegt, wenn ich jemanden umhaue? Ich meine, letztes Mal hat es ja auch gut geklappt, dass so schön hintereinander umgehauen werdet. Warum jetzt nicht mehr? Nee, ich werde euch tatsächlich nicht los. Das klappt nicht. Nein. Ja. Es klappt doch nach viel zu vielen Versuchen. Wäre interessant, ob die jetzt durch den Sturzschaden sterben. Ja, ihr habt für das komplett hier durchschleichen nicht die Geduld einfach. Und es geht ja meistens auch mit dem Aggressiven. Zumindest bisher ging's. Man kann es ja auch so ein bisschen exploiten, das ist ja ganz praktisch. So. Und wieder einer weniger.
Ah, hier gibt es auch noch einen Eingang. Gut zu wissen. Wahrscheinlich schon, ja. Also das ist ja alles hier auch etwas, der ist ja auch nicht mehr so ganz bei Sinn, der Typ. Es rumort. Ich glaube nicht, dass hier solche Pflanzen wachsen. Ja, genau. Schlage im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte ehrlich gesagt hier lieber normale Gegner. Die normalen Waffen, Waffen lassen sich deutlich einfacher und deutlich besser zerlegen. Hi. Wieso kommst du von da und nicht von der anderen Seite? Oh, Spinnen. Guck mal, einer an. Schattengewächs, ja gut. Wahrscheinlich. So, hallo dunkle Ecke. Möchtest du jetzt nochmal vorbeikommen? Ich glaube, die wuseln nur da unten gerade rum. Ah, das ist unnötig. So, was ist das Zeug nochmal mit? Jo, das war schlechtes Timing. Dann warten wir noch ein bisschen. So, fröhliches Wegwuseln. Ist das so getriggert, dass die genau dann rauskommen, wenn ich hier rauslaufen will? Habe ich irgendwie so den Eindruck teilweise. Da gehen wir zu den Blumen. Wenn du hier draußen rumgammelst. Okay. Blumendünger, ja. Oschi, soll ich dir mal meinen Oschi zeigen? Bist werftvoll?
Sehr schön. Aber ja, ich befürchte, von den Viechern, also normale Wachen, werden wir hier wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen. Nichts los hier. Mucki, hast du gesehen, oder? Na, du Drecksvieh. Hey, wir haben Breitkopfpfeile. Seit wann das denn? Wir sind Einbrecher. Nee, nö. Das bildest du dir nur ein. Irgendwas ist schnuckelig. Halt deine Löffel hoch. Schnuckelig? Du bist schnuckelig.